Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Castlevania 2 Simon's Quest auf dem NES. Mit dabei ist wieder der Kill Bill und wir machen ja gerade. Wow. Wir haben jetzt hier im letzten Part so ein bisschen rumgedruckst. Was sollen wir hier machen? Wir haben vergessen, eine Waffe zu kaufen, die nächst stärkere. Ja, leider. Ja, und dann waren wir auf der einsamen Insel innerhalb der Lava, ne? Und das Loberblatt, eins hatten wir noch übrig. Ich habe zufällig, nachdem ich dann ein Skelett noch kaputt gemacht habe, kurz nach der Aufnahme, noch ein Herzchen bekommen und das hat mir ein Level abgegeben. Dadurch hatte ich wieder voll Energie. Jetzt mache ich erstmal ein Safe State. Und wir haben es mit dem einen Loberblatt, was wir jetzt auch nicht mehr haben, haben wir es durchgeschafft. Ja. Weil wir richtig geil sind. Aber richtig hardcore. Und ja, wenn wir sagen, wir versuchen jetzt für unser Glück. Warte mal, hier speichere ich nochmal. Hier kommt zum Block. Ja. Ja, safe ist P. P. Nee. Jetzt geloadet? Ich bin ja dumm. Save Stat? Load P. Okay. Load ist P. Und speichern ist I. Das ist immer noch total behämmert. Wir brauchen jetzt, was hast du momentan für Waffe? Kannst du mal neigen? Ja, ich habe gerade Kette P. Kettenpeitscher. Ja. Okay. Wir bekommen jetzt den Morningstar. Morgenstern. Ja, genau, der Morningstar. Der Morgenstern. Ich speichere immer wieder an jeder möglichen Ecke. Wir hatten auch mal die Stadt gefunden, wo es den zu kaufen gab, weißt du noch? Wo wir noch gesagt hatten, ich habe mir die Parts mit letztens mal angeguckt. Ja? Ja, ja. Und da haben wir so gesagt, boah, nee, da haben wir zu wenig Geld. Ja. Das machen wir nicht, das holen wir uns später, haben ja, wir so schön gesagt. Ja, ja, ja. War das jetzt zufällig gleich in der nächsten Stadt, ja? Ja, nee, du bist jetzt erstmal am Anfang, aber von dort aus kommen wir wesentlich schneller hin. Ich guck gerade, wo es kleiner mal war. Klein mit. Hm? Da auch hin navigieren können. Der Kibbel hat hier nämlich übrigens gerade eine etwas größere Verzögerung in seinem Bild. Ja, ach so. Stimmt allerdings, ja. Sehe das nicht ganz. Deswegen genau. Kann er nicht so sofort reagieren. Okay, ja. Ich weiß, wo es ist. Ich hab's gefunden. Jetzt muss ich nur noch dich dahin nerven. Ich schau bloß gerade, dass hier noch irgendwo. Achso, fuck, ich habe meinen Timer nicht gestellt. Bist jetzt da? Im Grunde, ey, ganz einfach. Immer oben links bleiben. Immer links oben. Ja. Warte. So, Timer ist an. Ab jetzt eine Viertelstunde einfach. Passt schon. Was links oben? Ich bin in der Stadt, bin ich nach links oben gelaufen und bin dann am Ende. Immer links oben bleiben. Du bist genau richtig. Achso, nee, die Stadt lass aus. Das ist im Grunde die letzte Stadt links oben. Das ist Wahnsinn. Also noch eine Stadt weiter. Ja, noch drei Städte weiter, wenn du so willst. Echt, ja. Ich laufe jetzt einfach weiter. Du siehst es dann leider ein bisschen verzögert. Ja, packt es auf jeden Fall. Immer links nach oben. Bleiben, nie runter irgendwo. Okay. Und dann die letzte Stadt quasi, wo es dann aufhört, dann kriegt man. Ich habe jetzt bitte vergessen, kannst du dir vorstellen, mit so einem Headset, was so nach vorne so am Mund ist, das Ding, ne? Ja. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Und dann, und dann dazu musst du dann Pizza essen, ne? Oh ja. Ich hatte vorne mir einen Flammkuchen in den Ofen geschoben, der war voll arschlecker. Flammkuchen, ja, ja. Auch gut. Ich habe eine neue Zeitschrift kennengelernt. Ah, die Retro. Games. Ja, die kenne ich doch schon. Nee, Super Mario Bros. Comic. Super Mario Bros. Comic irgendwie so. Videogame Comic, so hieß das Ding. Ey, müssen wir jetzt in die allererste Stadt gerade? Ja. Nee, nein. Okay. Wann vorbei? Ich weiß noch, dass wir hier schon eine ganze Weile schon mal waren. Vor einer ganzen Weile schon mal waren. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ist richtig. Da hatte ich noch Angst vor den Spinnen, ey. Und jetzt bin ich einfach mal durch eine Spinne durchgehupst, weil ich weiß, die machen mir eh nichts mehr. Oh. Okay. Mit meiner krassen Kettenpeitsche habe ich jetzt hier was kaputt gehauen, ey. Und zwar hieß er, ne? Du entdeckst die heilige Flamme. Ich hab die heilige Flamme gerade entdeckt. Hä? Verstehst du das? Du wirst es gleich sehen in deinem Bild. Hab's gesehen jetzt gerade, ja. Da war auch irgendwas, ja, klein Moment. Und die jetzt ausgeholt. Verstehe ich nicht. Nein, das ist die heilige Flamme. Vielleicht haben wir die nochmal gefunden oder so. Nein, das geht nicht. Ja, nicht, ne? You now process the scarred flame. Tatsache, wir haben die heilige Flamme entdeckt. Das ist, haben wir vergessen. Das, oder hier sind wir noch gar nicht lang gelaufen. Ja, es kann sein, dass wir das überflogen hatten. Stimmt. Das kann sein. Geh mal ins Inventar.
Wollen wir schnell tot machen, wieder? Nee. Ich lasse mich nicht. Gegner sind mich äußerst nervig hier. Warte, ich gehe hier nur mal, ich lass mal nur mal wieder an die Gegner und lass mal vorbei. So. Okay. Jetzt gehe ich ins Menü. Also wir haben jetzt hier den Knochen, Draculas Herz, Draculas Auge, Draculas Zahn oder sowas. Dann haben wir so eine rote Perle. Nee, bei der ganz unten rechts hast du doch jetzt die Flamme. Ganz unten rechts ist jetzt die Flamme. Wir hatten doch vorher schon eine Flamme, die dann so wumm nach oben ja, ist. Und mit Gründe wundere ich mich auch gerade, weil... Hä? Sehr merkwürdig, oder? Die hast du doch vorher. Hattest du die nicht vorher schon? Klar hatte ich die vorher schon. Oh. Haben wir das irgendwie nicht mitgeschnitten oder? Hä? Weiß ich nicht. Ich habe ich hab's ja auch eingesetzt in der Zwischenzeit mal. Also, ja. Scarlet Flame. Nee, doch, passt schon. Die Scarlet Flame, das, die findest du dort. Und wir haben die entweder noch nicht. Vielleicht ist das eine Flamme Level 2? Nee. Nein, gibt's nicht. Eigentlich nicht, nee, oder? Gibt's nicht. Nee, gibt's auch nicht. Flamme Level 2. Ich weiß, was gibt nämlich viel, was nicht. Ja, das ist ja übersetzt. Das solltest du wissen. Ja, genau. Sacred Flame, ja, das ist. You now process. So, jetzt bin ich hier am nächsten Schloss angekommen. Und bin dran vorbeigegangen. Wie groß ist eigentlich deine Verzögerung? Warte. Ich sehe hier Zoras. In Zora, achso. Ja, genau. Du. Weiter. Wenn du den Zora siehst, sagst du Bescheid. Ja, ist okay. Du gehst richtig. Nee, ich möchte wissen, wie lang deine Verzögerung ist. Weißt du? Weißt du? Warte, das muss. Ich bin jetzt auf der Map. Warte, einen kleinen Moment. Müssen wir noch was machen. Ja, ist okay. Ich sag's doch Bescheid, wenn du darfst. Ich geh einfach weiter. Ui. Da hat mich das Skelett aus der Wand rausgebumst. So, jetzt kannst du von mir so einen Test machen. Warte. Ja, sagst du, wenn ich irgendwas sehen soll. Ja, also jetzt hier ist so eine Treppe. Jetzt. Warum was genau ist, wenn du solche sagst, so, jetzt hab ich gerade einen Gegner getötet. Okay, dann ich geh jetzt aus dem Screen und jetzt. Jetzt. 5 Sekunden ungefähr, 6. 5-6 Sekunden. An der Dreher. Das ist okay. Kann man mit leben, ne? Ja, 5-6 Sekunden vor Verzögerung. Ja, pass auf die Stelle, die wurde im Videogame Nerd Video mal kommentiert, wo der 100-mal runtergeflogen ist, weil er nur weil er an so einen Gegner rangeflogen ist. Ja. Also wir stoppen unglaublich. Unglaublich gut. Und gerne, ja. Nur weil du an den Gegner, der da raushubst, ranhubst. Mhm. Weil das Problem ist bei Castlevania 2, du hubst dann automatisch so. Und der fällt automatisch nach hinten. Ja, aber der fällt nicht nur hinten, der hupft ja richtig nach hinten. Ja. Und hinter dir hast du meistens nichts außer Tod. Nichts außer Tod und Abgrund. Ja. Ja. Oh, wie gesagt, zur Zeit tue ich ja viel. Also jetzt bin ich wirklich gleich in der ersten Stadt. Ja, wir laufen da dran vorbei sogar. Wir laufen sogar dran vorbei, okay. Das ist im Grunde die letzte Ecke des Spiels. Vertreibt die Alt-Tribe. Wo es diesen gibt. Ja, also da, wenn ihr noch Ideen habt, zwecks, wenn es wieder Tag wird, am Text was zu machen, weil ich finde den Tagtext noch nicht so optimal. Quatsch, wenn es wieder Nacht wird, meine ich. Entschuldigung. Ich will bloß mal, mich wieder heilen. Jo, das ist eine gute Idee. Ich weiß bloß nicht mehr, wo ja die Kirche war. Ich glaube hier oben. Nee, zurzeit tue ich meine Nintendo-Sammlung nämlich ein bisschen aufpeppen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, so alles, was von Nintendo so. In Zeitschriftform kam, zu sammeln. Okay. Ruh dich etwas hab aus. Hab da jetzt so gut wie alle Club Nintendo Hefte. Okay, cool. Das ist cool. Die sind wirklich cool gewesen irgendwie. Ein Stück Kindheit. Und da fehlen jetzt echt nur noch ganz wenige. Die ersten beiden Hefte habe ich sogar. Dann fehlen mir 3, 4, 5. Warte mal ganz kurz. So, bin wieder da. Musst du nur mal eben. Genau. Kannst du sagen, dass er bitte nicht an meiner Couch kratzen soll? Ah, das kenne ich. Wir haben ja auch zwei. Na gut, auf jeden Fall, die Comics gab es ja dann noch, die Sonderhefte. Hm? Ja, wo sie dann quasi diese Yoshi-Story vorgestellt haben. Oder, also Yoshi's Island, was gesagt. Oder Donkey Kong Country 2. Da gab es ja diese Sonderhefte. Gab es auch so 6, 7 Stück. Die habe ich auch alle. Dann gab es die Pokémon-Serie. Die Club Nintendo-Pokémon-Serie. Ich weiß nicht, ob die kennst du. Da gab es auch 11 kleine Heftchen von Nintendo. Echt, damals. Ja? Die lagen immer umsonst. Oh nein, wir brauchen hier wieder Lorbeerblätter. Ja, die sollten wir mal echt welche kaufen gehen. Ach, ja, wir brauchen dringend 100. Also hier ist jetzt so ganz kurz der Abschnitt. Das ist okay, den könntest du schaffen. Der ist nicht lang. Meinst du? Na gut, probieren wir's. Der ist nicht lang, nee. Der längste, den hat's ja vor uns. Aber in der nächsten Stadt werden wir mal nach Lorbeerblättern, sagst du, wo welche gibt. Mal kaufen gehen. Da geht jetzt hier, glaub mal. Geht ja. Hab's geschafft. Ja, das ist noch möglich.
So, und, muss ich jetzt das Herz auswählen oder nicht das Herz auswählen? Ob man die nee, ohne Herz, ach ne? So, ja. Ohne Herz können wir doch in so eine Stadt. Ach, ich speichere einfach ohne vor. Herz, ja. Guck's mal. Ohne Herz, ja. So, los geht's, Opa. Ich bringe dich zu einem netten Ort. Wenn man jetzt in der Stadt ankommt, dann sind wir richtig. Wir werden es ja gleich sehen. Knall. Ja, und die lagen ja damals die Zeitschriften immer in so ein. Immer in Spielläden lagen die immer aus. Genau, und dann konnte man sich die umsonst. Bei uns war das im Spielemax. Und die konnte man sich dann immer kostenlos mitnehmen halt. Genau, und da habe ich mittlerweile alle Zeitschriften in sehr guten Zustand mit Poster, allem drum und dran. Okay. Cool. Habe ich fast alle, außer von den Club-Zeitungen von 1989 dafür. Da habe ich die ersten beiden bloß. Und dann gibt es da noch 1990 und da fehlen mir 2, 3. Aber ich bin dran. So, jetzt bin ich in, in der City. Ja genau, gleich hoch, gleich erste Treppe hoch und reingehen in die Tür. Ja, das habe ich gemacht. Ja, gut. Ich weiß bloß nicht, wo ich hier weiterkomme. Rechts kannst du. Ach so, ich muss das wirklich mit Weihwasser aufmachen, okay. Ja, ja, immer. Wo ich später kriegst du was? Lorbeeren? Später kriegst du doch die Krallen. Hast du gehört, du hättest alle die Krallen anrüsten können. Echt? Ja, ja. Hättest die Krallen anrüsten können. Und dann hättest du das mit der Peitsche abschlagen können. Ich kaufe mir jetzt mal ein paar Lorbeerblätter. Ja, genau. Und dann gehen wir gleich wieder raus. Und dann müssen wir nämlich links weiter in die nächste Stadt. Ich weiß bloß nicht, wie teuer ist denn der Morgenstern? Weißt du das? Ja, 200. Oh, scheiße. Dann müssen wir zwischendurch noch ein paar Herzen sammeln. Ich will mir jetzt 4 Lorbeerblätter kaufen, wenigstens. Mhm. Ja, es kommen noch ein paar Gegner. Aber dann kommt auch schon die Stadt. Jetzt haben wir nur noch 56 Herzen. Aber da müssen wir halt durch. Nur? Und 200? Hatten wir nicht vor uns mal viel mehr? Ich habe gerade Lorbeerblätter gekauft, 4 Stück. Das macht 200. Ah, okay. Und? Ja, da müssen wir jetzt echt Gegner formen. Leider. Weil im Grunde ist es schon die nächste Stadt jetzt, ne? Also noch links, wo es den gibt. Naja, das können wir schon hin. Aber dafür haben wir dann auch Lorbeerblätter, weil der kommt, wir müssen ja dann später wieder zu dieser Stelle hin, wo wir aufgehört hatten. Ja. Und da wissen wir ja, da kommt ja dann ein riesen Abschnitt mit diesen Säure oder was auch immer das sein soll. Ja, eben drum. Ja, also was wollte ich sagen, genau, da lagen die immer aus und die Zeitschriften waren schon cool irgendwie. Ich habe mir jetzt dann, wie gesagt, die alle besorgt und so Sticker besorge ich mir momentan. Es gab ja auch Nintendo Sticker letzten Endes. Nintendo Sticker? Echt? Ja, die hatten teilweise auch neben den Heften manchmal Sticker von Nintendo ausgelegt. Echt? Krass. Aber da muss man gucken. Damals gab es zum Beispiel von Starwing gab's so Sticker. Geil. Von Donkey Kong hatten sie Sticker ausgelegt. Die habe ich. The World of Nintendo, das war so ein Runder. Das war 96 rum. Oh, weißt du, oder von der Nintendo Spiele. Oder von der Nintendo Spiele Hotline, falls ihr die was sagt. Da habe ich nie angerufen. Ich habe Geschichten von Leuten gehört, die da mal angerufen haben und dann haben gesagt, ja, Mama und so und das, die waren da echt nett und ja, wie lange hast du denn da angerufen? Ja, 2 Stunden. Naja, das war unglaublich teuer, ich glaube 5 D-Mark, glaube ich, damals in Minuten. Extrem viel, ja. Und, oder sogar 7 D-Mark, also es war extrem teuer. Und da warst du, kaum hast du angerufen, wolltest du eigentlich schon auflegen, aber du wolltest ja wissen, wie es war. Also du wolltest ja Code oder was auch immer erfahren oder wie es dort weiterging. Also es war ja unglaublich teuer. Und die Eltern dann immer die Rechnung gekriegt. Also das war extrem. Aber das war ja auch so Absicht. Im Grunde hast du ja in kurzer Zeit gute Infos bekommen. Ja, außer sofern die das Spiel gut kannten, ne? Die Leute. Die kannten ja nur auch nicht unbedingt jedes Spiel. Du hast ja im Grunde doch, die kannten im Grunde jedes Spiel. Und zwar hast du in Großostheim direkt angerufen in der Club Nintendo Zentrale. Ja, ja. In Großostheim und direkt in der Redaktion hast du angerufen. Und die kann natürlich jedes Spiel, freilich. Nee, nicht unbedingt die Importspieler. Natürlich haben die auch gekannt, freilich. Also, dadurch, dass ich mich jetzt vor kurzem. Ich hab da diese Geschichte, die ich da gehört habe, oder hier irgendwie um die 2 Stunden da mit denen telefoniert hat. Das lag daran, dass sie das Spiel nicht kannten und ihnen durch die ganze Hotline durchgereicht haben. Ja, aber Grüne kann die stimmt hier, weil die selber nach Tokio gefahren sind und so weiter. Ich kenne da hier diesen Cloud Moes. Da habe ich jetzt so viel gelesen über den. Also, die haben und welche Connection die hatten, wie die Spiele übersetzt haben damals in der Zentrale und so. Welche Dev-Kits die hatten und also die wussten schon Bescheid, so ist es nur nicht. Aber die haben ja noch ganz andere Back-Informationen gehabt, wie Background-Informationen, wie wir sie heute haben. Also deswegen, da habe ich auch mal ein Interview von ihm gehört. Sehr geil. Also es ist schon ziemlich lustig und drauf und runter. Ist ja auch die Person, damals, die du gerne interviewen möchtest. Mal selber.
Genau, das werde ich auf jeden Fall mal machen, irgendwie so, da hab ich voll Bock drauf. Weil der hat echt krasse Storys zu erzählen von Nintendo, die wir als Außenstehender, also als Kind, überhaupt gar nicht wussten und so, ne? Der hat ja direkt mit Nintendo Japan in Osaka ist er hingeflogen und so ein Zeug, also weil er da einfach mit dem Chef quatschen musste, um was es geht. Deutsche cool. Lokalisierung, da wurde er quasi abbefördert zur Lokalisierung und so ein Zeug, also das ganz verrückte Sachen. Der hat halt Anekdoten zu erzählen, der. Ja, es waren halt bloß, sag ich mal, die normalen Spieler, ne? So. Achso, ich muss hier übrigens mal kurz was machen. Wie heißt das Spiel nochmal? Castlevania. Was suchst du denn? 2. Hm? Ja, hier ist Simon's Quest. Ne, ich hab nur mal hier. Was ganz Nötiges geändert. Was hast du geändert? Im Stream, so, gerade das, was wir für ein Spiel. Achso, ja. Tja, jetzt wissen die Leute doch, dass wir gerade streamen. Naja, egal. Egal, woo. Ah, ihr habt den Stream verpasst, wenn ihr jetzt dieses Video schaut und bis jetzt noch nicht wusstet, dass das. Die Informationen sowieso. Ja, das stimmt. Ja, schon ziemlich cool. Also, wie gesagt, achso, da gab es ja damals dann, wie gesagt, die Aufkleber und da habe ich auch schon einige. Es gab sogar von Konami einige gute Spiele. Damals war ja Konami die Firma, ne? Also, die haben ja auch richtig gute Spiele. Ja. Wie Turtles in Time oder gerade die Spiele hier, wie sagt man, wenn die von Filmen sind, so von Zeichentrickfilm, wie sagt man dazu? Manga? Comic? Nee, wenn du ein Spiel machst von Filmen. Ein Spielverfilmung halt, ein Spin-off. Nee, Spin-off. Ja doch, wäre in dem Sinne ein Spin-off. Dieser Überbegriff für die Spiele. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Achso, wenn, ja, da kam wieder dieser Text, so wenn es wieder Tag wird. Wenn es Nacht wird, meine ich. Wenn euch was Besseres einfällt, Specs Text, dann bitte gerne her damit. Die Punkte sollen darstellen, wie viel Platz da noch ist. Also am Ende. So, und zwar. Es sind, wie heißen die? 222, denn? Jetzt können wir weiter. Was? 225? 222 Herzen habe ich jetzt eingesammelt. Oh, ist das ein Film? Nach links weiter, ne? Oh? Oder ja, links weiter. Ja. Nach unten. Nee, links weiter. Okay. Links weiter. Warum? In-Offs hieß das, ne? Wie sind denn die? Da gibt es doch einen echten Überbegriff für Spiele, wenn die von Filmen gemacht worden sind. Die meisten Ultra, da wird ja auch immer den Spielen nachgesagt, dass sie sehr schlecht programmiert worden sind. Ja, das sind einfach Spielverfilmungen. Nee, die gibt's Filmverspielungen. Filmverspielungen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Da gibt's so einen Begriff. Ja. Mir fällt auch bloß gerade nicht ein. Auf jeden Fall hat Konami damals. So, jetzt bin ich in der nächsten Stadt. Ja, da in der Stadt muss rein. Und zwar ist gerade. Musst du. B. Für C ist wo? A, B, C. A, B, C. Achso, oben eine Tasche höher in der Mitte. Möchtest du Lorbeeren? Jetzt kann ich nochmal einen Lorbeeren kaufen? Nee, heute nicht. Danke, Opa. Ich bin jetzt einfach nach rechts durchgelaufen. Achso, nee. Du, und zwar eine Tasche höher und in der Mitte ungefähr. Noch eine höher, ja. Ja, nur eins höher. Also ich bin eine Etage bin ich ja nach oben gegangen. Ja, und dann aber in der Mitte, die Tür. Achso. In der Mitte. Nee, hä? What? Ja genau, du bist in die rechte Tür. Jetzt kannst du das halt dann mal mit den Nägeln. Nee, noch eins höher, oder? Auf jeden Fall in der Mitte ist da eine Tür. Gehen wir noch eins höher. Ich geh mal noch eins höher. Nee, zu viel Treppen runter? Ja, da ist eine Tür. Echt? Ja, genau. Und da ist runterfallen. Du kannst ja mal die Nägel ausprobieren, theoretisch. Ich habe die Nägel schon ausprobiert, ja. Haben gut funktioniert zum Tür aufmachen. Okay. Gut. So, jetzt gehe ich hier nach ganz unten. Ja. Und dann da nach rechts und das grinst mir bestimmt wieder so eine Oma an. Fakt ist auf jeden Fall, was ich noch nicht kannte, vom Condor Verlag gab es damals auch noch ein Nintendo, ein deutsches Nintendo Comic. Kaufer, einen Morgenstern. Einen Morgenstern, bitte. Schreib dir das mal auf gleich. Ein Morgenstern. Kaufe einen Morgenstern. Einen Morgenstern? Ja, einen. Kaufe einen Morgen. Einen, okay, kleinen Moment. Also, wir spielen einfach weiter. Ich nun dabei das Skript. Der Part ist gerade sowieso vorbei. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle mal verabschieden.
Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part, Leute. Waffe. Ja, wir haben jetzt die ultimative Waffe. Die sehen wir dann nämlich im Einsatz im nächsten Part. Definitiv. Also Leute, macht's dann mal gut. Bis dahin und tschaußen. Genau. Tschüssing. Tschüssing. Was? Tschüssing finde ich toll. Huch. Tschüssing. Huch. Tschüssing. So. 3, 2, 1 und warte. Geht's. Oh, warte. Such den Morgenstern noch fix. Morgenstern. Bitte seid das Morgenstern ritten. Morgenstern vertreibt. Morgenstern nimmt diese Seitentasche und nimmt die. Ach, fast. Naja. Ja, warte. Okay, ich warte noch. Wir warten noch. Wir haben Zeit. Danke, mein ja. Jetzt muss ich erstmal mein Mützchen absetzen hier. Morgen. Stern. Nimm diesen Morgen. Nein, das muss das ja sein. Ja, kaufe ein Morgenstern. Oh, ich kann gerade noch einen nennen, Morgenstern. Das kann ich. Also, ich habe nur noch ein Bein, ne? Ey, Sau. Ja, haben wir übelst Glück. Ein Zeichen hast du nur noch frei? Ja, genau. Dann, weil ein nennen, das brauchst du ja dann noch zwei Zeichen. Und da kannst du ja so am Ende noch ein Ausrufezeichen wegnehmen. Ja, das müsste ich dann auch wegnehmen, richtig. Dann könnte es dann passen. Einen. Na gut, dann mach ich das so, wie du es gesagt hast. Wenn ich das Ausrufezeichen wegmache. Ja, ein Ausrufezeichen wegmachen. Das dürfte trotzdem noch dann gehen. Auch wenn der Morgenstern noch so ultra ist. Nee, das Ausrufezeichen. So, kaufe. Oder kauf einen Morgenstern? Nee, kaufe einen Morgenstern. Das ist einen. Einen. Morgenstern. Tatsache. Ja gut, das reicht aber dann auch, genau. Jo. Also ohne Ausrufezeichen. Kaufe einen Morgenstern. Gut, weg. Ja. Was? Änderungen gefunden. Möchten Sie sichern? Ja. Jo. Und das tun wir gleich mal die Datei noch speichern. Speichern rum ISO, jawohl. So gut, ist durch. Jetzt können wir weitermachen. Gut, dann machen wir jetzt noch einen zweiten Part. Auf jeden Fall. Ich muss den Timer wir haben ja auch so viele Zuschauer heute. Zurücksetzen. Nämlich 48. Ey, echt, ey. 48 Zuschauer haben wir. Was? Nee, das sind insgesamt Views, glaube ich. Wieso? Ja, wenn wenn da so viele Leute sind, dann schreibt doch mal an in den Chat. Hallo, ich bin da. Total Viewers. Achso, total Viewers. Ja, ja, also die Total Viewers, das sind die jetzt schon mal zugeguckt haben. Ja, genau. Okay, ich wollte sagen, hey. Das wär richtig mega-mäßig gewesen. Ey. Was ist los hier? Okay. Okay, weiter. Machen wir weiter. 3, 2, 1 und ich muss meinen Timer schon wieder neu stellen. 3, 2, 1 und los.